Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Barfuchs und Helzig Trockenwallei. Hi, hi. Da steht er immer noch und wartet darauf, dass wir ihn endlich umhauen bzw. ihn endlich zum Bröckeln bringen. Und deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen größer die Steine wegnehmen. Ja, wir vermuten mal, dass er da irgendwie dran hängt. Irgendwann wird er dann sicherlich anfangen zu bröckeln. Gefallen. Da müsst ihr euch nicht wundern, haben wir schon zu erfahren bekommen oder haben wir schon gesagt bekommen, es wird dann ruckeln. Also das Bild wird dann ein bisschen aussetzen. Aber ich denke, das wird nicht so schlimm sein. Das können wir schon. Was wollt ihr denn jetzt? Wer denn? Kobolde? Achso, okay. Ganz klar. Zur Aussuche. Das ist auch noch cool. Man stellt dir eine Frage, kriegt absolut keine Antwort, dann stirbt sie und schreit mich an. Das ist gar nicht wahr, das sind nur Krautzwerge. Genug vor. Das kommt oft genug vor, wenn ich die Frage. Da ist ein Schamane hinter dir. Ich komme ja nicht raus hier im Moment. Das ist auch kein Haus vor mir. Nee. Ich will die ganze Zeit an der Maus klicken und es passiert nichts. Hier liegen ja jetzt schon so viele Steine da unten. Ich habe auch schon Tasche voll. Ich glaube, wir sollten noch mal ein kleines Portal hier einfach dann später herstellen. Dann brauchen wir nicht die ganzen Steine durch die Gegend schleppen. Oder wir holen uns einen Wagen hier. Wenn er denn fällt. Irgendwann mal. Nehmen wir nach unten noch ein bisschen mehr weg. Ich höre schon Kobolde. Echt? Hast du das Lachen gehört? Ja. Okay, dann sollten wir vielleicht mal ein bisschen Ausdauer sammeln. Och, rutsch mir doch. Sind sie bei dir? Ganz tief. Bleib unten im Loch. Geh rein ins Loch. Einfach rein ins Loch. So, jetzt suchen sie nämlich einen Weg. Der wird hier vorne, werden sie wahrscheinlich die Steine runterkommen. Aber sie kommen nicht bis nach unten. So, das können wir erstmal Ausdauer machen. Wenn die voll ist, dann können wir sie umhauen. Wut entbrannt, Rauter auf den Rand. Komm her, du Lappen. Was bist du für einer? Das ist aber ein normaler. Genau, Kobold. Raus. Wow, das war knapp. Für dich? Ja, ja. Ja, er hat nämlich den Fokus. Ein Hund. Aber keine Ausdauer. Wundere dich nicht, wenn du den durchs Portal gehen kannst. Du hast Schwarzmetall aufgenommen gerade. Und Kupfer auch schon. Kupfer? Ja, wegen dem Kupfervorkommen. Du bist am Kupfervorkommen dran, alles klar. Ja. Ich baue hier immer noch auf dem Stein rum. Aber waren das nicht zwei Kobolde? Es waren sogar eigentlich drei. Okay. Ja, wenn wir hier unten in der Grube sitzen, dann nerven sie uns. Wer dem anderen eine Grube gräbt, fällt von selbst hinein. Aber darauf wollen wir ja jetzt nicht hinaus, passiert oder? Nicht ganz wirklich, aber... Ja, alleine schon durch das Freilegen von dem Ding haben wir so viel Stein, wie wir brauchen, glaube ich. Ach ja. Sehr gespannt, wie viel Stein da wirklich zusammenkommt dann. Ob das wirklich lohnender ist, als die Berge im Schneebiom einfach zu durchforschen. Sieht uns zwar mal aus, als ob da ein riesen Wurm durchgerückt ist, aber... Funktionieren tut's. Komm mal wieder runter ins Loch. Ja, ich hab's schon gehört. Danke. Oh, danke. Dafür, dass ich dich in mein Loch lasse oder was? Boah, wann sehe ich jetzt? Ich klein schäm dich. Was ist jetzt? Kobold. Toll! Nein! Doch! Du machst denn sowas? Weiß ich nicht. Ich wollte gerade sagen, Schild in die Hand, Schläge abwarten und dann. Oh, der andere auch. Hab ich ja. Beide unten. Der eine steckt mich im Brand, ist schlecht. Ich habe nicht nur Ausdauer, wieder hochzukommen, weil sie mich beide hauen. Was mache ich jetzt? Komm schon, geh hoch! Ach, verflixt. Keine Ausdauer mehr. Ich versuche so schnell wie möglich da zu sein. Ja, das hilft mir auch nicht. Dann sterbe ich trotzdem. Hast du kein Schild schon wieder nicht in der Hand gehabt?
Doch, ich hatte es gerade angezogen in dem Moment. So, so. Hast du das? Beides. Na, vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht hauen die Gruppe jetzt den Stein runter. Das wäre es jetzt. Ja. Das Schlimme ist, die sitzen jetzt beide in der Grube, ne? Die müssen wir jetzt rauslocken. Wer dem anderen eine Grube gräbt, sage ich doch. Na, ich hätte zumindest eine Rüstung an. Achso, deine alte Wolfsrüstung. Mhm. Oh, was ist hier los? Halligalli. Ja, komm mal. Hast du eine Waffe irgendwie? Nee, ne? Nö. Shit. Ja, das Essen wäre nicht so ganz, ganz, nicht ganz so verkehrt, so. Okay, sind die beiden da hinten? Ich glaube, die beiden sind da hinten geblieben. Achso, Gartenportal ist es ja. Komm, schneller. Was machst du denn? Leben recken. Das kannst du, während du hinläufst. Aber nicht so schnell. Fuck. So hätte das Ganze nicht aussehen sollen. Doch, das gehört auch mit dazu. Schade, dass ich kein Holzbein habe. Aber das hatten wir ja schon so oft. Was denn? Ein Holzbein? Nee, das wäre ein Ding gestorben. Ah, totes Kilo. Ja, aber das war jetzt eben Dummheit, ganz ehrlich. Wir hätten den anderen beiden nachlaufen sollen, als wir draußen waren. Da ist ein Loks, aber ich glaube, das ist unserer. Oh Gott, zwei Skelette. Direkt vor mir gespawnt eben. Beides Bogenschützen, das ist super. Träumer. So, wir sind die Kobolde, sind sie wieder rausgehopst? Ne, die sitzen da unten und warten. Und da hinten ist auch, und hier ist alles voll. Wie wollen wir das denn machen? Und du hast keine Waffe bei dir. Du ziehst deine Rüstung an und nimmst da keine Waffe mit. Du bist echt. Bin halt ich, ne? Ja, das war gut. Ich sterbe jetzt hier an den an den Skeletten. Was willst du jetzt machen? Und du kommst an deine Sachen nicht ran so schnell. Und ich habe meine auch nicht davon ab. Och, Menno! Ah, das wird nix. Also, ich habe doch meine Sachen. Ja, du hast deine Sachen, aber ich. Komm schon, gib mir den Buff. Nein, das gibt's nicht. Ich habe gerade alles rausgeräumt. Ja, mach mal auf, Gott. Ich komme gleich. Irgendwann. In 2-3 Stunden. Ja, mach die Kugeln aber auch. Du hast doch den Buff noch. Oh, was du machst nicht mehr? Weil ich nicht alles rausnehmen konnte. Ah, okay. Pass auf, jetzt ein Schild hoch. Geh mal raus aus der Grube, wenn du raus da. Also mach ein bisschen Ausdauer und geh aus der Grube raus. Einfach hinten drin hochspringen, weil sie geschlagen haben. Das ist so ein bisschen. Ach, dann schaffst du hier einer. Also. Schön. Trotzdem. Das habe ich nämlich gerade noch versucht gehabt. Ich hatte gerade meine Sachen alle rausgeräumt. Und in dem Moment kam dann einer von den Kobolden wieder zurück, weil du nach oben gesprungen bist zu den Grauzwergen. Aber egal, jetzt ist ja alles wieder. Und es ist Tag. Es kommt noch dazu. Ja. Jetzt muss ich aber trotzdem erstmal runter an die Kiste. Wo Sachen rauspacken? Ja. Deine andere Rüstung? Ja. Bringen sie gleich nach Hause. Oder so. Bringen sie gleich nach Hause. Ja, sonst kann ich meinen Grabstein nicht abbauen. Ja, ja, ich weiß. Deswegen habe ich keine Rüstung mitgenommen, weil ich gehofft hatte, dass ich jetzt unterwegs nicht noch irgendwie was in die Tasche bekomme. Aber unten lagen die ganzen Steine. Wenn ich runtergesprungen habe, die ganzen Steine in der Tasche gehabt und zack, konnte ich mein Zeug nicht mehr alles aufnehmen. Sonst hätte ich ja kein Problem gehabt. Hätte ich den Buff gehabt und dann hätte ich da unten alles platt machen können. Aber so ist das manchmal. Rüber komme ich eh nicht. Worüber? Wegen dem Schmerzmetall. Ja, das kannst du auspacken. Habe ich ja gerade. Hol ich dann irgendwann mal. Ach. Irgendwann die Tage. Überhaupt was irgendwie war noch da hinten ist. Der Lockster ist, das ist unsere. Ja, ich meine, nee, ich meine den totes Kito, der da hinten mal ist. Also. Was? Boah.
Okay, dazu sage ich jetzt nichts. Gut, dass man das nicht gesehen hat. Ich bin gerade einen kleinen Hügel runtergehopst und gestorben. Ja, für mich war der klein. Also wenn ich normal Rüstung und Life gehabt hätte, wäre der klein gewesen. Ja, aber mit 25 Leben diesen Hügel da runter zu springen, das ist schon... Das ist so typisch für uns. Wir sterben ewig lange überhaupt nicht und dann sterben wir andauernd hintereinander. Und lustigerweise meistens in den Folgen. Ja. Wenn wir alles so, für euch. Wenn wir offscreen sind und sammeln oder farmen und werden angegriffen von Trollen oder sonst sowas oder haben einen Raid oder so, passiert überhaupt nichts. Ja. Aber sobald wir unterwegs sind. Was? Ich wollte gerade sagen, warum sieht die Truhe leer? Ich hab jetzt eben nicht nur die Würstchen sind weg, sondern alles andere auch noch. Oh. Cool, ich weiß, was ich jetzt wirklich anhab. Nee. Mein Helm und mein Gürtel von der Rüstung her. Mehr habe ich und meine Waffen halt dann in der Hand. Achso, du hast die ganze eine Rüstung noch gar nicht rausgeholt gehabt. Nee. Okay, alles klar. Ich habe mich gerade überlegt. Warum? Weshalb? Wieso? Weil es sexy aussieht. Ja, findest du? Na, ich weiß nicht, so eine. Diese Wikinger-Frauen sehen jetzt nicht wirklich wie das Paradebeispiel für Sexappeal aus. Quatsch, da geht nicht mal Luft, wenn ich drüber nachdenke. Könnte das auch sein, ja. So, Loxi, kommst du mit? Ja. Loxi liebt dich. Schön. Nicht nur lieben, mitkommen. Naja, er liebt mich immerhin, wie ist was. So, er wollte hier, gerade eben hier runterspringen mit 25 Leben. Ich hab echt nicht mehr. Das funktioniert nicht! Ich hab echt nicht mehr daran gedacht, dass ich kaum noch Leben hatte. So, jetzt krieg ich den blöden Buff, weißt du, jetzt wo ich nicht mehr brauche. Ja, geil, ne? So blöd. Aber gut. Was tut man nicht alles? So. Das Zicklein ist auch wieder da, das heißt, wir können wieder anfangen zu arbeiten. Das tun, was wir eigentlich vorhatten. Genau, ich stehe jetzt hier unten. Zack, fällt mir der Stein auf den Kopf oder so. Das wäre es jetzt gewesen, ey. Ja, schlimm wäre es, wenn du einen Schaden kriegen würdest dadurch. Kriege ich mit Sicherheit. Meinst du? So, eine Menge Stein unter dem Ding. Das siehst du ja nicht, wenn du ja kupfergeschäftigt bist. Schade, dass man sich das nicht anzeigen lassen kann, wo da noch irgendwo drauf steht. Wäre doch mal so ein schöner Aufruf an die Modder-Gemeinschaft. Was? Macht mal eine Mod fertig, wo man sieht, wo noch ein völlig unsichtbarer Zusammenhang besteht. Zwischen Steinen oder so. Müsste man ja eigentlich machen können. Müsste theoretisch machbar sein, ja. Mir einen Baum entgegen, ey. Ist Kupfer schon weg da hinten? Nein. Ich hab keine Ahnung, wo der noch hängt hier. Kann nur noch da drüben sein, an dem Ding da, an dem kleinen Schiff, was hier rausguckt. Eigentlich. War es auch nochmal sowas, ne? Ach, nee. Aber wir schaffen es in dieser Folge noch. Irgendwie schaffen wir es noch. Kann auch unten. Ach! Nee, doch nicht. Kann natürlich auch nach unten sein. Da einfach mehr Freiraum nach unten drauf zu fallen. Deswegen werde ich jetzt mal nach unten buddeln, wenn es geht. Ich glaube, wir haben uns den falschen ausgesucht. Oder ich habe den falschen ausgesucht. Entschuldigt bitte. Der kann doch nirgendwo mehr irgendwas haben. Ja, der will nicht fallen. So.
Also wenn ich jetzt noch 2 Meter tiefer komme, dann baue ich hier drunter eine Höhle. Eine ganz eigene, spezielle Hobbit-Höhle. Danke. Wieso? Wenn ich das sage, dann hört sich das niedlicher. Wenn du das sagst, hört sich das an, als ob du mich deformieren willst. Geh in deine Hobbit-Höhle, sei lieb. Du bist so ein Dormel, ey. Ich habe echt keine Ahnung, wo der noch hingehen soll. Ist mal ernsthaft. Doch schon ein bisschen verarsche. Jetzt mal ernsthaft. Wo soll er denn jetzt noch hängen? Ich weiß es doch auch nicht. Na, ich kann mir nur vorstellen, dass er in der Tiefe. Was wir natürlich hätten machen können, und da habe ich natürlich nicht dran gedacht, wir hätten natürlich vom unteren Teil des Monolithen einfach mal ein Stückchen wegschlagen können. Damit er jeglichen Support von vornherein nicht mehr hat. Kommt es nicht mehr rein. Könnte aber Platten gegenbauen. Ich weiß echt nicht, wo der noch hängen soll. Oh Mann. Mein Spitzhacke ist durch. Bin auch gleich wieder, warte. Komm selbst mit. Nimmst du mal Steine noch mit? Was hast du? 154. Ja, da drüben beim Kupfer hättest du aber noch eine ganze Menge mehr wegnehmen können. Ha! Steh auf dem Loks! Das ist ein Bild wert. Das war ein Bild wert. Muss ich erstmal den Loks fragen, ob er auf dich steht. Nein, nein, er liebt immer noch mich. So eine Blödmeise. So eine Blödmeise. Echt? Mein Gott. Ist das jetzt eine Verbesserung zum Blödbeere oder ist das schon eine Steigerung nochmal? Gebt mir in den Kommentaren recht, dass er eine Blödmeise ist. Was denn, wo? Entscheid dich doch mal. Blödbeere, Blödmeise, Blöd. Na. Jetzt denkt sie gerade über ganz böse Sachen nach. Böse, böse. Wir haben noch 13 Minuten, um den Monolithen nach unten zu kriegen. Mhm. Obwohl, jetzt ist ja kein Monolith mehr. Das ist ein schöner Stein. Jetzt ist ein Stalagmit. Jetzt hängt er von oben. Kann man so sehen, ja. Wer hat uns noch auf diese bescheuerte Idee gebracht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war die Community. Ich schon. Wir werden keine Namen nennen. Wir müssen jetzt. Aber dafür geben unsere Steinvorräte zu. Ja, wir wollten doch Steine farmen. Oder beziehungsweise ich musste ja Steine farmen. Naja, ich nehme es ja schon wieder ab. Das ist ja gar nicht wahr. Ich helfe dir doch, du Nase. Mehr oder weniger, ja, klar. Spitzhackenvergesserin. Wo sind eigentlich unsere. Ah ja, auch hier. Unsere was? Nee, Schmut. Die Stacheln. Habe ich gerade gesehen. Die Nadeln. Und ach, die wegen dem Todes Kito. Mhm. So, warum ist. Warst du zu faul, drüber zu springen? Oh, was? Wie? Was, Tor? Ja. Ja, ich bin ein ordentlicher Mensch. Ich mache auf und wenn ich wieder zurückgehe, gehe ich wieder zu. Hm. Ding habe ich jetzt zugemacht. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Deswegen. Bei mich anmeckern, wenn ich keine habe. Klar. Ich hab nicht gemeckert, ich habe mich lustig gemacht darüber. So. Und schaffe ich es nochmal? Keine Ahnung, was genau denn? Wo sterben? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ah, witzig. Ach so, auf dem Loks zu laufen. Rauszuspringen. Nein, die Tatsache, dass du es versuchst, finde ich schon sehr irritierend irgendwie. Guck, es funktioniert. Ja. Er guckt doch gar nicht an. Erschrocken. Guckt euch das an, unseren Stalagmiten. Wir bauen hier unter jetzt unser neues Heim. Aber jetzt mal ernsthaft, hier bei dem Kupfer musst du mehr wegnehmen. Das reicht nicht. Ja, dann hilf mir. Sind ja schon dabei. Ich schub's mich doch nicht. Bei dir lass ein Loch rein. Ob du da jetzt reinfällst oder nicht, ist doch hups. Ja.
Hupst ja. Du auch gleich mal. Ah. Wollte aber nicht reinfallen. Nein, 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 nein. Oh Mann. Ob du jetzt reinfällst oder nicht, ist doch Hups. Bist du blöd, Meise. Und wieder. Immer noch. Das wird sich nicht ändern. An Blut wäre irgendwie sicher. Immer noch nicht. Wohin denn das noch? Das ist jetzt natürlich, das könnte natürlich sein. Was? In den alten Wikingerlegenden gibt es ja auch so Eintragungen über Besucher, über Außerirdische. Vielleicht ist das gar kein Monolith. Sondern? Vielleicht ist das ein Raumschiff-Landeplattform. Okay, nicht, hier steigt die Wärme ein bisschen zu Kopf, oder? Gar nicht abgebaut werden kann. Wenn das Ding jetzt nicht gleich runterfällt, dann warte ich noch eine Weile. Ah, hier die Ecke ist noch sehr dicht dran. Vielleicht hängt da ein Baum. Dann in den Baum weg, du hast eine Axt dabei. Ja, wie immer habe ich alles dabei. Offensichtlich wesentlich größere Handtasche als du. Ich brauche keine Handtasche. Ja, aber auch keine Axt, oder wie? Nee. Naja, von wegen. Was soll ich jetzt machen? Ha. Ich baue jetzt hier eine Werkbank hin. Dann werde ich mir ein paar Platten an den Stein dran machen und werde ihn von unten weghauen. Oder ob man alleine fällt. Mach das mal. Mach ich auch. Denke mir gar nichts bei. Ich weiß. Ich lass mich doch von so einem Teil nicht verarschen. Na. Was? Was denn? Was war da jetzt Böses bei? Verarschen oder Teil? Verarschen. Ach so. Willst du, dass es? Es ist genauso wie dieses Popelstück hier. Das ist es. Nimm das weg. Nein, das ist es nicht. Das habe ich gerade da hingebatzt. Ja, das ist es. Das ist der Übergang. Du hast ihn gefunden. Hau ihn weg. Ja, klar. Wenn ich dann irgendwann wieder hier hochkomme. Gott, manchmal stellst du dich aber auch wirklich an wie der erste und zweite. Ich habe keinen Stein dabei, kein Holz dabei, du. Wahrscheinlich hast du auch keinen Bauhammer dabei, stimmt's? Doch. Och, du hast einen Bauhammer dabei? Ja. Wann hat der in die Handtasche gepasst? Komm schon, das muss er jetzt sein. Hi jetzt, du Lappen! Jetzt ist ein Hirsch gefallen, na toll. Ich krieg die Klinge hier. Okay, er will es nicht anders, er will es nicht anders haben. Er will sich mit mir anlegen. Was soll's, jetzt lassen wir den Monolithen auf den Hirsch fallen. Es gibt ja einen Hirschgulasch. Hirschragu! Soll ich dir helfen? Nein. Oh, das Loch. Gleich so groß. Ja. Das ist noch ein Loch. Na klar. Mal warten, dass wenn du da drauf haust, dass dann auch wieder alles runterkommt. Ich. Hier ist noch Kupfer, mach das mal weg. Mach's doch selbst weg. Mann, ich kann gerade nicht. Ich muss den Monolithen mal kloppen. Uff. Ich fehle aus, also ich habe kein Holz mehr. Wieso? Ich habe da so viele Bäume gefällt. Ich habe 5 Holz. Aha, da ja. Da ist mein Holz geblieben. Jetzt mal damit aufhören, hier irgendwelche Sachen rauszunehmen. Du machst es gerade. Also irgendwie tut mir das Leer ein bisschen leid. Irgendwie geht mir dieses Kupfer hier voll auf den Keks. Du verzweifelt nach dem Ausgang. Jetzt nicht mehr. Einfach mit der Spitzhacke drauf, fertig. Kann man so viel sein. Du hättest es doch selbst gemacht. Hab ich's? Du hättest. Hab ich's? Du hättest. Hab ich's? Rutsch mit dem Buckel runter. Ah, das funktioniert nicht. Also nicht hier den Buckel runter zu rutschen, sondern sich auf den Baumstamm zu stellen und dann einfach hochzukommen. Ohne Platten zu bauen. Also derjenige, der uns auf diese Idee gebracht hat, also ganz ehrlich, das war eine blöde Idee, dass wir uns darauf haben eingelassen.
lieben blöde Ideen, deswegen machen wir sowas. Tatsache. Da oben läuft ein Skelett. Was läuft denn, der säuft? Der sucht den Weg zu dir. Na, dann suchen, den kenne ich ja selber nicht. Wir haben noch ganze 5 Minuten für diese Folge. Na super. Er hofft mich in Panik zu versetzen. In Panik? Kapieren. Okay, so. Und von der Seite noch ein kleines Loch reinmachen. Oh, da kommt er. Das war's. Was hast du jetzt gemacht? Nee, ich hab ihn weggemacht. Hat man es wenigstens bei mir? Ja, wenigstens hat man es gesehen. Oh, das sieht aber richtig gut aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn das nicht viel Stein ist, dann werde ich aber sauer. Ja, es sieht ganz gut aus. Ich kann schon wieder nichts mehr aufheben. Ja, es geht mir nicht anders. So. Unser Loks? Ja, das ist immer noch unser Loks. Steht denn da auf dem Berg? Weil er es kann. Und damit hier. Klaus, schieb den mal. Aha. Komm. Ja, boah, da will er dich wieder runterschmeißen, ne? Ja, red ruhig mit imaginär. Ah! Wo ist Kito? Sie lacht darüber. Wie das? Muss jetzt mal her, du? Bügel Downhold. Sag, was hast du jetzt davon? Kobold. Komm, nee, komm, ich komm hier nicht hoch. Komm, ich hasse es. Das Sigler, jetzt kommt er. Da hinten ist das Sigler, geh hin. Lass mich in Ruhe um den. Du Fiesling. Ich weiß gar nicht, was der zu lachen hat. Muss das Todesröckeln gewesen sein. So, wir haben es geschafft. Wir haben den Monolithen gesprengt. Was sagt man dazu? Und sogar innerhalb der Zeit. Also innerhalb einer Folge wollten wir es eigentlich machen, innerhalb zwei Folgen haben wir es gemacht. Das ist schon fast gut. Und den nächsten Monolithen, oder beziehungsweise in der nächsten Staffel, dann werden Monolithen aushöhlen. Oder drin bauen. Ja, das werden wir mal ausprobieren. Das haben wir gesehen in einem anderen. Das sieht gut aus. Ja, das ist eine coole Idee gewesen. Fanden wir sehr schön. Boah! Aber da würde ich mir halt gerne zwei suchen dann. Zwei Monolithen. Die dicht beieinander sind, dass man da eine Verbindung dazwischen machen kann. Aber das werden wir sehen dann. Es kommt ja noch ein bisschen auf die Mods an, was da so alles mit reinkommt. Mhm. Das wissen wir alles noch nicht. So. Autsch, warum hängt das jetzt? Warum ruckelt das denn jetzt so? Weiß ich nicht, warum das bei dir so ruckelt. Weil ich wollte hier die Nachwehen jetzt für den Steinfall. Monolithen. Weil bei mir ist nichts. Also nichts, außer dass die Drohne man auch nicht aufgehen, wie sie sollen. Ah. Weißt du was? Ich wollen wir die Karre nicht leer räumen und dann nehmen wir sie mit? Nein. Doch. Nein. Ja, doch, wollen wir. Ah. Sei lieber so faul. Faulig. Nö. Wie nö? Nö. Wie nö? Nö, ich geh wieder. Mach was. Aber das ruckelt hier gerade ganz schön. So. Meine Werkbank haben wir da drin zu stehen schon. Das ist alles ein bisschen schneller. Ganz nicht dahin. Sehr spannend. Wir können nicht viele aufgehoben haben von unten, theoretisch. Nee. Weil wir ja schon relativ volle Taschen hatten. Das heißt, alles, was wir jetzt an Steinen aufheben können, mal rechnen, ist von dem Monolith tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt, wie viel zusammenkommt. Um besser zu sein als das im Gebirge für den Zeitaufwand bei einer Stunde, was natürlich jetzt ein doofer Zufall war, weil eigentlich hat ja nur irgendwo an einer Ecke das ganze Ding gehangen. Und wenn man es von unten weggehauen hätte, wäre es wahrscheinlich schneller gegangen. Also sagen wir mal eine halbe Stunde würden wir normalerweise Zeitaufwand haben. Da würde ich im Gebirge so um die 300 Steine rausholen. Ach, rutsch mir den Bock runter.
Die müssen jetzt mindestens rankommen, damit es sich gelohnt hätte. Nein, warum sollte ich? Darf ich schon mal ins Loch? Aber sich bei mir beschweren, ja? Ah, dann frage ich gar nicht mehr nach Erlaubnis. Ins Loch zu gehen, musst du auch nicht um Erlaubnis fragen. In früheren Zeiten sind Menschen wie du regelmäßig ins Loch gewandert. Das heißen hier Menschen wie ich? Werden wir jetzt wieder... Ha? Das weißt du nicht, was das heißt. Menschen wie du? Menschen wie du und ich. Also mehr wie du als wie ich. Ja, ja. So, der Wagen steht da oben. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal einen kleinen Absatz da rein, dass wir hier auch vernünftig runterkommen. Ja. Nach Möglichkeit an einer Stelle, wo noch nicht so viel Stein ist. Kannst du schon mal anfangen? Da hab ich ja schon. Wir sind mitten da drin. So, das sollte eigentlich reichen hier. Ja. Bin mal gespannt. Im Moment sieht es noch nicht so vielversprechend aus, wenn ich ehrlich bin. Nee, weil wir das meiste schon aufgenommen haben. Naja, aber insgesamt habe ich jetzt... Moment. Wie warst du? 6. Was 6? 6 Steine. Okay. 6 einzelne Steine. Okay, was sind insgesamt drin jetzt im Wagen? 580. Okay, dann ist es tatsächlich eine gute Ausbeute. Was gar nicht stimmt. Das ist das Kilo. Das sind 100, 200, 290. So, ja. Naja, gut, dann ist es genauso viel, wie ich im Gebirge bekomme. Aber im Gebirge habe ich nicht das Problem, dass ich darauf warten muss, dass das Ding einstürzt. Ja. Aber auf jeden Fall ist es eine spaßige Art und Weise abzubauen. Problem dabei ist, man hat hinterher Riesenlöcher in der Pampa. So, da könnte man sagen, das waren die Aliens. Lass uns mal die Steine nehmen, dass wir auch wieder zumachen. Doch, es ist eigentlich eine sehr lustige Angelegenheit, das Ganze abzubauen. Wenn man natürlich sowieso in der Ebene baut, dann ist das natürlich eine tolle Möglichkeit, schnell an Stein zu kommen. Denn die Dinger stehen ja wirklich relativ häufig in der Ebene. Und doch, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Kann man wieder machen. Da sind ja noch zwei. Wir können die Loks so töten und können die zwei noch abbauen. Dann du kannst mir mal... Ja, aber das dürfte schneller gehen. Nein. Ich würde da jetzt nicht aufgraben, sondern einfach nicht. Nein, das machen wir. Nein. Nicht jetzt in der Folge, aber wir machen das. Auf jeden Fall. Das könnt ihr dann im Stream sehen. Alles klar. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Wir hatten auf jeden Fall welchen. Und ihr wisst ja Bescheid, wenn es so ist, dann nicht. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like für die Folge da. Das ist immer ganz wichtig, damit wir wissen, dass euch die Folgen gefallen haben. Und wenn ihr noch nicht zu unseren Followern gehört, dann könnt ihr auch gerne mal den Abo-Button drücken. Da freuen wir uns drüber. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.